Da liegt mein Rucksack. Aber willkommen, liebe Leute. Es gibt ein neues Pflanzenporträt. Und wie es unschwer erkennbar ist, steht dort ein Rau. Und es geht ums weiße Labkraut. Beziehungsweise ums Wiesenlabkraut. Und da, beziehungsweise habe ich auch zum Herzagen gleich nur das echte Labkraut mir da hergelegt. Und da horcht man sich jetzt schon bei der Einleitung an, dass es kompliziert wird. Wer mich kennt, weiß, ist so und so immer kompliziert, aber da ist es speziell kompliziert. Weil das Wiesenlabkraut, wir als Laie sagen einfach Wiesenlabkraut, auch Botaniker sagen Wiesenlabkraut, nur denen ist dann bewusst, wenn sie das sagen, dass sie eine Artengruppe meinen. Eine Artengruppe ist eine Gruppe, wo mehrere sich stark ähnelnde Pflanzen einmal grundzusammengefasst sind. Und wenn man da dann genauer reinschaut, zerfällt es wieder in mehrere verschiedene Arten. Bei der Artengruppe Wiesenlabkraut zerfällt es ins weiße Labkraut und ins Wiesenlabkraut. Und da haben es die Botaniker dann leichter, wenn sie eben mit ihren lateinischen, / griechischen Namen arbeiten, weil Galium, also Labkraut ist Galium, zu Hause in der Familie der Rötegewächse, wo übrigens auch unser Kaffee herkommt, habe ich selber nicht gewusst. Aber Galium ist praktisch der Familienname und dann hat jeder von denen nur einen Vornamen, der was halt bei der Nomenklatur in der Botanik hinten angesetzt wird. Galium darf ich vorstellen, kommt man sagen als Botaniker, Galium molucco, das wäre dann praktisch das kleine Labkraut, beziehungsweise eben das Wiesenlabkraut, oder man würde sagen können, darf ich vorstellen, Galium album, auch das große Labkraut genannt, beziehungsweise weißes Labkraut. Und das macht es einfach kompliziert. Ich meine, für uns nicht, weil wenn es uns jetzt um Nutzung geht oder um kann man das essen, dann ist problemlos ja zu sagen, weil es ist beides synonym verwendbar, also beides kann man gleich benutzen. Es ist ungefährlich, es kann einem nichts passieren. Wenn man es genauer anschauen will, dann muss man eben wirklich genau schauen. Und ich als Laie traue mir jetzt da zum Beispiel keine Endbestimmung zu. Mit viel Bemühen würde ich es schon hinkriegen, weil es gibt doch ein paar Merkmale, aber die möchte ich euch auch kurz erzählen. Aber es wird für mich Wiesenlabkraut, der große Gewinn ist zu wissen, dass das mehrere sehr ähnliche Arten sein können, was ich mir da brauche. Nämlich, hört mal zu, das kleine Labkraut, also das Wiesenlabkraut, wird ein kleines Labkraut genannt, hat Blüten im Durchmesser 2 bis 3 mm und der Stiel dieser Einzelblüte ist dafür länger wie 3 mm. Also wenn man sich das da anschaut, da braucht man dann ein super Lineal, 2 bis 3 mm darf so eine Blüte nur lang sein. Und der Stiel müsste länger wie 3 mm sein. Also wenn ich da jetzt schätzen müsste, dann würde ich sagen, aha, nein, der Stiel ist sicher nicht länger wie 3 mm. Ja, aber die Blüte, weil das andere, das große, also das weiße Labkraut, hat 3 bis 4 mm Blüten im Durchmesser und der Stiel geht bis 3 mm. Also ja, also da kann man schon mal sagen, ja, braucht man gute Augen oder wirklich ein gutes Lineal. Es gibt auch eventuell, und da werdet ihr auch gleich wieder in der Zahl sehen, dass das echt schwierig ist, man sagt, das große Labkraut, also das weiße Labkraut, hat 4 bis 10 solche Blätter pro Quirra und das Wiesenlabkraut hat circa immer 8 solche Blätter pro Quirra. Aber auch das kann sich ja praktisch überschneiden. Was sie sich auch alle teilen, diese Wiesenlabkraut-Artgruppe, ist, dass sie einen vierkantigen Stiel haben. Das ist zum Beispiel was schon mal unterscheidet zum echten Labkraut. Das hat zwar auch noch Kanten angemutet, aber ist doch schon mehr rund. Da fällt euch gleich auf, oder? Es fängt zum Ringen an. Das echte Labkraut hat gelbe Blüten und diese Blätter sind viel, viel schlanker. Also das ist schon fast nadelartig und da ist doch eine gewisse Breite zum Erkennen.
auch das echte Labkraut wäre essbar und nutzbar, wobei man sagen muss, zum Essen ist es einfach schwierig. Das wäre eigentlich eine von den Pflanzen, die sind ausdauernd krautige Pflanzen, das heißt, die werden viele Jahre alt und im Winter ist eigentlich nichts da, außer, wenn man genau schaut, sind von den Labkräutern auch im Winter eigentlich immer junge Triebe verfügbar. Nur viel kleiner wie das jetzt. Und da ist beim Labkraut, auch das ist jetzt noch eigentlich geschickt, da ist das Labkraut noch wirklich geschickt zum Pflücken, weil da kann man dann dieses ganze gepflückte Pflänzchen nutzen. Da ist der Stiel noch weich genug, dass man das irgendwie da kauen kann. Je öder, dass diese Pflanzen werden, auch das da, seht ihr, diese Jungtriebe, das kann man wirklich gut beißen. Je öder, dass diese Pflanzen werden, desto faseriger und steifer wird dieser Stiel. Das ist wieder beim Echten genauso. Das heißt, ja, was will man da ernten? Also diese paar Blaulspitzeln runterreißen, ja, mühsam. Die Blüten gingen eventuell noch, aber auch da ist so, dass sogar dieser Stiel, wenn ich mir nur die Kopferl runterreiße, ist das zu holzig. Also dann kann ich mir einen Tee draus brühen oder wenn ich Glück habe, da meinst du mein Mixer. Also punkto Ernährung möglich, aber am besten junge Triebe und dafür zum Teil auch im Winter ganz klar unter der Schneedecke verfügbar. Finde ich fantastisch. Bestäubungstechnisch, also es ist jetzt keine große Bienenweide, es kommen aber Bienen, Wespen, Hummeln, Fliegen, Hummel habe ich noch nicht gesehen, aber Fliegen, ein Haufen Schmetterlinge haben es aus Brutpflanze, also wo dann die Raupen mampfen können, erwählt. Also da kommt einiges an Insekt vorbei und zeitgleich wäre das Wiesenlabkraut, also die ganze Artengruppe, auch für Selbstbestäubung fähig. Wenn man sich so eine Einzelblüte anschaut, ich meine, die sind ja mini klar, aber haben alles. Also das sind zwittrige Blüten. Das heißt, es gibt so einen Stempel, was der Damenteil ist und ein paar Staubblätter stehen da umeinander. Und diese Einzelblüte ist selbst fertil. Das heißt, der eigene Pollen könnte die eigene Narbe befruchten und es würde dann erfolgreich Samen gebildet werden können. Es ist zwar eine Fremdbestäubung aus, also lieber hat es es, wenn von woanders, von einer anderen Blüte der Pollen kommt, aber es würde in der Not gehen. Das ist beim echten Labkraut anders. Das kann zwar Nachbarbestäubung passieren, also innerhalb von einer Pflanze können sie diese Blüten schon selbst bestäuben, also mit bestäuben, aber jede Einzelblüte an sich ist gegen sie selbst steril. Also eine Einzelblüte kann mit dem eigenen Pollen nicht erfolgreich zum Fruchtansatz führen. Das ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen. Wann denn das Ganze dann fruchtet, dann werden das zweisamige Früchte, also die hängen miteinander zusammen, gibt Fotos auf der Homepage, wo dann die Samen drinnen ausgebildet werden. Die Samen finde ich sehr klein, dafür werden sie natürlich massig produziert. Es gibt eine Beschreibung, dass diese Samen geröstet als Kaffeeersatz benutzt werden können. Ich weiß nicht, also ich habe schon viel ausprobiert im Wildkräutersektor, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das anständig funktioniert. Aber es sei erzählt, dass es grundsätzlich geht. Sonst, ich meine, für mich ist das Wichtigste, was ich da jetzt... Wieso heißt es ein Labkraut? Weil tatsächlich sowas Ähnliches drinnen ist, wie das Lab aus dem Kälbermagen. Das Labkraut kann frisch wie getrocknet, habe ich nachgelesen, hat eine Käserin einmal probiert, funktioniert tatsächlich, Milch zum Gerinnen bringen. Also das wird dann in die Milch eingehängt und nach einer gewissen Zeit fängt die Milch zum Stocken an. So wie das Lab der Kälber machen würde. Deshalb heißt es Labkraut. Das Gallium, jetzt wird der Wind mehr. Das Gallium, also der Artenname, bezieht sich auf Milch, was auch ein Hinweis ist auf diese Verwendung als Labersatz. Und es ist zum Färben genutzt worden. Das echte Labkraut, also das gelbblühende, färben auch die Blüten, also Stoffe oder Wolle.
Aber bei allen färbt die Wurzel und das ergibt eine rote Farbe. Das finde ich auch noch super interessant. So, jetzt gehen wir mal den Schummler noch durch, weil jetzt wird es ungemütlich da. Ja, das Einzige, was ich euch noch dazu sagen möchte, weil es mich selber auch immer interessiert, wann denn das einmal Samen gebildet hat, wie werden denn die Samen durch die Welt gebracht. Einmal ist Windausstreuung, ein weiterer Ort ist Verdauungsausbreitung, das heißt, das Ganze wird gefressen, die Samen überleben und werden ausgeschieden. Klettausbreitung kann sein, weil diese Samen, also diese Fruchtkugel, haben Härchen drauf, können bicken bleiben. Und was ich voll interessant finde, dass eine Ameisen die vertragen, obwohl kein Elaiosom drauf ist. Habe ich ja schon ganz oft erzählt bei Pflanzen, die Samen haben ein Elaiosom, ist ein Anhängsel, was Ameisen fressen können und darum zahlen sie dann die Ameisen mit. Die haben sowas nicht und dennoch werden diese Samen vertragen. Habe ich mich gefragt, ja, wieso dann das, die Ameisen? Und habe ich was gefunden. Nämlich, es gibt viele Gründe, wieso Ameisen Samen mitnehmen. Ein Grund ist zum Beispiel, er liegt einer auf der Straße im Weg. Ameisen haben Wege und wenn diese Wege blockiert sind, rahmen sie es frei. Das ist einmal ein Grund, wieso eine Ameise einen Samen aufnimmt, was sie eigentlich nicht fressen kann. Ein zweiter Grund ist, dass durch die Samenhülle diese Öle, also auch in jedem Samen ist ja ein Kern drinnen, der was dann keimen kann und der braucht, dass er keimen kann, Energie. Das ist in der Form von Öl in der Regel da drinnen enthalten. Und das riechen dann die Ameisen und nehmen sie die Samen mit durch den Geruch. Können sie halt dann nicht fressen. Oder aber aus Baumaterial. Auch das wird beobachtet, dass Samen verbaut werden. Also so wie sie Stockerl umeinander sind, die Ameisen, nehmen sie auch Samen aus Baumaterial. Finde ich sehr interessant. Okay, ich selber habe schon in Essverwendung, nämlich eben ganz jung. Ich kenne es ja, also ich weiß ja, wo was wächst und wann man suchen geht. Also du kennst schon im April, findet ganz viel von diesen jungen Triebe und sind ja auch gut erkennbar durch dieses wirtelige Blattwerk. Da kennst nichts erwischen, was euch vergift. Und eben, wenn es ein bisschen größer ist, zumindest rupfe ich mir dann solche Spitzen ab und haue es in mein Mittagssmoothie-Sackerl, wo alles ein bisschen zusammenkommt und wird dann durch ein Smoothie-Draht. Also auch dieser Tipp. Und abschließend nun, das vergieße ich fast immer, weil es mir persönlich nicht so wichtig ist, punkto Heilanwendung. Eigentlich wird es echte Labkraut genutzt und auch das hat eigentlich einen sehr geringen Zuspruch auch in der Volksmedizin, wenn dann als harntreibendes Mittel oder als muskelentspannendes Mittel zum Teil. Aber ja, recht erwider machen es nicht drum. So, ich glaube, ich habe alles benannt. Es wird jetzt nur ringer da, wie es eh schon ist. Jetzt lasst es gut sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selberfinden. Erkennen werdet ihr es. Ihr werdet dann wissen, vielleicht ist das weiße Labkraut, vielleicht ist das Wiesenlabkraut. Ich sage Wiesenlabkraut dazu, aber werde mich keinen drum streiten, weil es kann ja sein, dass dies oder dies ist. Okay, dann führt euch.